Und wer sind Sie? Mein Name ist Bond. James Bond. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Nach Goldfinger letztes Mal geht es heute weiter mit dem vierten Teil der James-Bond-Reihe mit Feuerball oder im Englischen Thunderball. Hallo und herzlich willkommen zur kunstkritischen Analyse des Films James Bond 007 Thunderball aus dem Jahre 1965. Regie geführt hat ein drittes und letztes Mal Terence Young. Budget hatte er da 9 Millionen Dollar zur Verfügung. Das hat er scheinbar gut eingesetzt, denn er hat über 140 Millionen Dollar eingespielt. Und damit ist es auch der inflationsbereinigt erfolgreichste Film des Franchise. Warum er so erfolgreich ist, das erzählt euch jetzt der Johannes. So, dann wollen wir mal. Unser allseits geliebter James Bond wohnt gerade der Beerdigung eines Spectre-Agenten in Paris bei, als ihm auffällt, der ist gar nicht tot. Der hat sich nämlich als Witwe verkleidet und ist bei seiner eigenen Beerdigung zu Gast. Warum er das macht und nicht einfach wegbleibt, das weiß ich nicht, aber Bond spürt ihn auf, tötet ihn letztlich im Zweikampf und flieht mit einem futuristischen Jetpack. Dieser Anfangsszene ist auch der Anstoß dafür, denn die gesamte Aktion stößt wiederum bei Spectre auf Unverständnis, denn diese wollen doch nur in Ruhe ihren schurkenhaften Plänen nachgehen. Blofeld ist wieder dabei, unser liebster gesichtsloser Katzenstreichler, und er hält ein großes Meeting ab mit allen großen Nummern von Spectre. Und in diesem Verlauf offenbart sich auch unser Bösewicht des Films, Emilio Largo, der die Nummer 2 ist gerade und der seinen großen Plan erklärt. Er möchte Atombomben klauen, er möchte damit die Welt bedrohen und die Welt erpressen und sehr, sehr reich werden. Und vielleicht je nach Laune dann die Bombe doch noch werfen. Mal sehen. So, einfach erklärt, Umsetzung ein Stück komplizierter, denn um die Bombe zu klauen, hat der Spectre-Vogel Graf Lippe einen Typen engagiert. Der sieht nach zahlreichen OPs genauso aus wie ein NATO-Pilot. Der echte Pilot wird natürlich getötet und der Fake-Pilot kann das Flugzeug dann übernehmen mit der Atombombe, was auf dem Übungsflug war, und kann den NATO-Bomber in die Bahamas bringen und da im Wasser notlanden. Weil der Fake-Pilot aber zu viel Geld wollte und Graf Lippe den Fake-Piloten wiederum engagiert hatte, müssen beide dran glauben. Spectre bringt sie um, weil Spectre keine Witze macht. Achso, und zwischendurch bedrängt James Bond noch eine Krankenschwester und erpresst sie zu Geschlechtsverkehr mit sich. Naja. James Bond ist aber im selben Haus gewesen wie Graf Lippe und hat deswegen als einziger eine Ahnung, was da abgeht, denn der erwähnte Largo, Spectre Nummer 2, hat eine ziemlich coole Yacht auf den Bahamas. Die lässt sich nämlich unten mit einer Luke öffnen und so kann er die Atombomben vom Meeresgrund auf sein Schiff holen, während in Europa alle 00-Agenten, die sind alle aufgereiht und die suchen halt nach diesen Bomben, denn die sind relativ gefährlich für die Welt, überraschenderweise. Niemand weiß aber, wo auf der Welt die sein könnten, wo dieses Flugzeug ab ist, außer wie gesagt Bond. Denn der hat in diesem Haus als einziger den doppelten Piloten zu Gesicht bekommen und weiß deshalb per Akte auch um dessen Schwester, die, oh Wunder, auch auf den Bahamas chillt und sogar angestellt ist bei Largo und seine Geliebte ist. Die heißt Domino und die weiß aber nicht, dass Spectre, also auch ihr Arbeitgeber Largo, schuld sind am Tod von ihrem Bruder. James Bond reist nach Nassau, also auf die Bahamas, und da entspinnt sich dann so ein längeres Spionage-Dialog-Duell, in dessen Verlauf Bond schließlich die Bombe findet und mit der Schwester des Piloten was anfängt mit Domino und unter anderem die Henchwoman von Largo, das ist Fiona Volte, eine der großen Gegenspielerinnen in diesem Film, die wird dabei erschossen, nachdem diese Bond ausgetrickst hat. Also mal andersrum. Es kommt letztlich zur großen, großen Unterwasserschlacht mit Messern und Harpunen, die Bond und CIA-Profi Felix Leiter gewinnen können. Derart unter Druck gesetzt, sieht sich Largo allerdings dazu befugt und berechtigt, die Atombombe nach Miami zu bringen, um sie dort detonieren zu lassen. Er reist dann mit seiner Yacht ab, aber Bond und die rachsüchtige Schwester Domino, die inzwischen Bescheid weiß, sind auch auf dem Boot und können Largo auf der Brücke überwältigen und töten und werden schließlich mit einem Flugzeug abgeholt und gerettet. Die Bombe ist entschärft und die Welt
ist wieder ein Stückchen besser geworden. Dank James Bond. So, das war der reichhaltige Inhalt von Feuerball, den, und ich möchte den Gag jetzt noch anbringen, ausmacht, dass sehr viel Wasser dabei ist und relativ wenig Feuer, zumindest weniger Feuer, als man annehmen könnte. Hast du denn am Anfang, als du vom Film gehört hast oder aufgrund vorausgehender Informationen gedacht, es geht um Feuerbälle? Ja, tatsächlich. Also ich habe zumindest irgendwie an eine große Explosion gedacht oder an eine Verkettung von Explosionen in Richtung Terrorismus und Co. Aber tatsächlich bislang mit Abstand der Film, bei dem ich am wenigsten geahnt habe, um was es gehen könnte. Das Einzige, was ich wusste, war, dass also aufgrund der Recherchen für den letzten Teil, dass Goldfinger wohl der erstmalig erzählerische Höhepunkt der Reihe ist für längere Zeit, laut Meinung vieler Kritiker, und Feuerball halt der wirtschaftliche Höhepunkt. Das war das Einzige, was ich wusste. Von da habe ich mir schon gedacht, dass er nicht komplett scheiße ist, so im besten Fall. Ja, aber mehr, keine Ahnung, Feuerball, Thunderball. Thunderball heißt halt auch nicht Feuerball, das möchte ich auch nochmal sagen. Also absolut, das ist, da hatten wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen. Ich habe, um jetzt einen Trivia-Punkt vorwegzunehmen, rausgefunden, warum der Film Thunderball heißt. Und zwar ist das ein Militärbegriff für den Atompilz, was wiederum natürlich eine Anspielung darauf ist, dass Spectre zwei Atombomben klaut. Okay, das macht Sinn. Trotzdem ist Feuerball... Vielleicht ist die deutsche Bezeichnung dafür dann Feuerball, das weiß ich nicht, im Militär. Naja, eigentlich ja quasi Atompilz. Weil, ja, es könnte auch ein Feuerball sein, weil ich glaube, es ging nicht speziell um Atombomben, sondern das Bumm quasi, das wäre in Deutschland ja schon eigentlich Feuerball, ne? Es gab ein Buch, ich glaube das 9. von Ian Fleming, und die Geschichte finde ich mega nice. Also das Projekt hat Ian Fleming zusammen mit den Autoren Kevin McClory und Jack Whittingham erarbeitet. Das war eine Kurzgeschichte, woraus Fleming dann einen Roman gemacht hat und gesagt hat, den habe ich selber geschrieben. So. Dann hat McClory, der mitgeschrieben hat, den aber verklagt, hat gesagt, du kleiner Pinkelsack, du, ich habe da mitgemacht, ich möchte auch mein Recht haben. Und hat auch Recht bekommen und vor allem das Recht auf ein Remake davon, dass er aber irgendwie erst 10 Jahre später drehen wollte oder sollte. Er hat auch versucht, zwischenzeitlich die Rechte noch zu verkaufen oder irgendwie mehr Geld zu machen und so. Und hat dann, also A wird, glaube ich, sein Name, danach in mehreren Sachen noch im Vorspann genannt, weil das Gericht so entschieden hat. B hat er 1983 Sag niemals nie gedreht, was anscheinend ein James-Bond-Film ist. Es ist aber kein richtiger James-Bond-Film. Es ist von einem anderen Studio. Es ist mit Sean Connery als James Bond, so. Es gibt auch dieselben Charaktere, es gibt, Lago in diesem Film, es gibt Blofeld, es gibt die ganzen Leute, die auch in dem Roman vorkommen, aber die Darsteller sind teilweise, also Max von Sydow spielt mit und Rowan Atkinson, also Mr. Bean. What the fuck? Der kommt 1983, so, der ist noch 20 Jahre hin, da kommen wir noch hin. Und das scheint der einzige James Bond zu sein, der nicht im offiziellen Kanon läuft. Also ich freue mich jetzt auf diesen Film. Der hat, wie gesagt, die gleiche Geschichte wie der hier, ne? Spectre holt sich die Atombomben und so. Und es gibt dieselben Leute. Aber es ist einfach ein Remake. Ist das weird? Das ist total weird, wenn ich ehrlich bin. Allerdings, ich weiß nicht, ob wir den in unserer... Wir haben ja, soweit ich weiß, dieselbe Filmbox. Und dadurch, dass der nicht von Eon Productions produziert wurde, weiß ich nicht genau, ob der in dieser Box überhaupt enthalten ist. Denn er ist, wir folgen ja quasi dem Strang des klassischen Eon Productions Zeitlinie. Und wenn der da nicht drin ist, weiß ich nicht, ob Sag niemals nie überhaupt. Ja. Ja, den werden wir uns noch holen müssen. Denn ich habe tatsächlich Bock auf diesen Film jetzt. Ja, ich bin mal gespannt. Den würde ich sagen, packen wir dann auch zeitlich dann einfach passend rein, ne? Ja, genau, in das Jahr würde ich sagen, dass wir chronologisch auf dem Stand bleiben. Der ist halt auch mit Sean Connery, der hat da schon lange aufgehört mit seinen Filmen. Ja, also wenn ich mir das hier angucke, es tut mir leid, aber Max von Sydow, Sean Connery und Rowan Atkinson, das ist schon irgendwie, das ist geil. Und das ist
12 Jahre, nachdem er, also nachdem Sean Connery den letzten James Bond gedreht hat, für das Hauptstudio. Ich finde das, also... Was für ein... Also, weird. Ganz weirde Geschichte. Wie dem auch sei, das wollte ich nur mal kurz vorweg schicken. Da kommen wir dann, wie gesagt, in 20 Folgen zu oder so. Die Besetzung, Sean Connery, spielt zum, ich glaube, 4. Mal James Bond von... 6 Malen, ja, zum 4. von 6 Malen. Hat nach übereinstimmenden Medienberichten auch langsam hier schon die Schnauze voll. Hat, glaube ich, 5 unterschrieben gehabt und deswegen kriegt er auch für diesen alleine $750.000, was damals schon eine Menge war, wenn wir bedenken, dass das umgerechnet irgendwie das 10-fache ist oder das 8-fache. Und Sean Connery hatte auch viele Jahre lang ein Haus auf den Bahamas. Ich weiß nicht, ob aufgrund dieses Films, danach, davor oder währenddessen, aber... Er scheint sich da wohlgefühlt zu haben. Ist er da nicht auch verstorben dann? Er ist ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr erst gestorben. Und ich meine auch, das war irgendwo auf einer karibischen Insel. In Lyford Cay, was wiederum New Providence Island ist, was wiederum liegt auf den Bahamas. Tatsächlich. Also er hat dort auch sein Ende gefunden. Wow, das hast du schön gesagt. Ich reite kurz durch die Leute. Claudine Auger spielt Domino de Val. Da sie Französin ist, musste man den Charakter aus dem Buch umschreiben, von einer Italienerin auf eine Französin. Adolfo Celi spielt Emilio Largo, unseren Bösewicht. Dazu kommen wir später. Dessen Henchwoman ist dieses Mal Fiona Volpe, gespielt von Luciana Paluzzi. Und Felix Leiter hat, glaube ich, im dritten Auftritt den dritten verschiedenen Darsteller. Diesmal ist es Rick Fanatta. Moneypenny so Q ein und geiler Name, möchte ich einmal ganz kurz anmerken. Rick Van Natter. Rick Van Natter. Die drei MI6-Leute sind die gleichen. Und Paula Kaplan wird gespielt von Martine Beswick. Die wiederum war schon eine der legendären Zigeunerinnen in Liebesgrüße aus Moskau, die zusammen gekämpft haben. Sie ist also erneut mit dabei, diesmal in einer anderen Rolle. Freut mich für Martin. Kannst du sagen, ob irgendjemand von diesen Menschen noch lebt? Das kann ich dir sagen, und zwar die wunderbare Martine Beswick zum Beispiel ist noch alive and well. Und ja, leider hört es nach der Dame, die ich jetzt gleich nenne, schon auf. Also alle Männer sind mal wieder, also ich glaube, es hat bislang noch kein Mann überlebt. Ist schwierig. Die gute Luciana Paluzzi, also Fiona, die Villainess, ist das das weibliche Pendant zu Villain? Bösewichtin klingt halt kacke. Die Dame, die einen wirklich wundervollen Tod findet, indem sie in die Kugel gedrückt wird von ihrem eigenen Kumpan. Die gute Dame lebt auch glücklicherweise noch. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass damals sehr viele Männer sehr intensiv mit Drogenkonsum beschäftigt waren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Nicht in Hollywood, nicht im Filmbusiness. Das ist Quatsch. Wir beenden diese erste Rubrik mit dem Anfang des Films. Was winkst du hinein? Ich winke hinein, denn wir haben noch zwei Sachen außerhalb des Intros, die wir auch noch in dieser Rubrik besprechen werden. Da war ich zu voreilig. Viel Spaß. Ja, und zwar haben wir unter anderem den Gewinn eines weiteren Oscars für dieses schöne Franchise. Und zwar ging der Oscar für die Best Visual Effects in diesem Jahr an Thunderball. Und was ich gerade sehe, ich war mit den zwei vielleicht ein bisschen voreilig, aber das Intro beinhaltet ja auch den Song des Films, deswegen können wir ja gerne erstmal übers Intro reden und dann geht's um den Song. Zudem ich auch es ist kein wirklicher Fun-Fact, aber doch eigentlich ist es sogar ein klassischer Fun-Fact. Okay, fahr fort. Ich find's schön, dass du den Oscar reingebracht hast. Den hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Entschuldigung dafür, aber Oscar ist natürlich immer wert, erwähnt zu werden. Wie fandst du das Intro allgemein erstmal? Ich störe mich immer noch daran. Und ja, auch wenn ich das letzte Mal gesagt habe, ich mochte das Intro, was ich tat, ich störe mich immer noch daran, dass ständig nackte Frauen da rumtanzen müssen, aus mir nicht ersichtlichen Gründen. Allerdings muss ich sagen, dass mir das Intro sehr gefallen hat. Ich bin... Und das muss ich, da muss ich mich jetzt erstmal outen und da könnt ihr euch dann schon mal denken, dass das ein paar Pluspunkte sammeln wird hier in diesem Film. Ich bin großer Freund von Harpunen. Ich finde die einfach cool. Und dass sie da mit Harpunen durch die Gegend schwimmen, ist natürlich dann, ja,
ist ein Pluspunkt auf jeden Fall. Dann, ja. Auf schon, jeden Fall. Ja. Ich fand es akzeptabel. Also kurz Beschreibung, es ist eine Unterwasserszene und Leute tauchen quasi immer so synchron von links nach rechts oder von rechts nach links oder in die Mitte. Teilweise nackte Frauen, teilweise angezogene Männer mit Harpunen. Nach 20 Sekunden war ich gefühlt auch fertig, weil dann passiert nicht mehr viel. Das machen sie halt die ganze Zeit, ohne jetzt, dass da irgendeine Steigerung noch ist. Es wirkt für mich so, als hätten sie einfach nach der letzten großen Unterwasserschlacht noch einen Drehtag Zeit gehabt und gedacht, ey, das ist doch eine coole Idee, lass das mal machen. Aber hey, dafür ist es gut gemacht, also technisch. Die brauchten einfach nur eine Ausrede, um das ganze Set nochmal oder die ganzen Leute nochmal an den Strand zu holen. Nee, also was mir da auch aufgefallen ist, ist, wie schön kreativ sie da teilweise mit der Schrift gearbeitet haben. Dass die Schrift dann mit den Leuten im Hintergrund quasi verschwindet oder auftaucht, dass sie in einem kleinen Wirbel, in einem Wasserwirbel verschwindet. Das fand ich sehr schön. Für die Zeit auf jeden Fall. Wie fandest du das Lied? Oh, ja, es ist nicht so genial wie Goldfinger. Da muss ich kleine Abstriche machen. Aber da hört es auch auf. Kleine Abstriche. Wunderschönes Lied. Ganz, ganz toll. Hat mir sehr gefallen. Es ist Thunderball von Tom Jones. Und bei mir hat es schon kurz geklingelt, als ich Tom Jones gehört habe. Das habe ich aber sehr schnell abgetan mit der Aussage, ja gut, das ist halt Tom Jones. Gefühlt jeder zweite englischsprachige Mensch heißt Tom Jones. Aber tatsächlich war mein Bauchgefühl nicht falsch, denn das ist derselbe Tom Jones, der Interpret des Klassikers Sex Bomb ist. Ja. Ja. Ist das gut? Es war ein Fun-Fact. Ach so. Aber danke, mit dir Comedy machen ist immer wieder, ist immer wieder sehr dankbar. Du hast gerade versucht, Comedy und Musik gleichzeitig mit mir zu besprechen. Beides Themen, in denen ich nicht affin bin. Ich habe einen anderen Fun-Fact. Johnny Cash hat auch ein Lied eingereicht. Oh. Der wollte, also es gab wieder eine Ausschreibung so, wer hat irgendwas dazu. Und die Dame, die letztes Mal gesungen hat, hatte auch was, aber das hatte einen anderen Titel. Und die wollten unbedingt, dass es genauso heißt. Johnny Cash, kennen vielleicht die einen oder anderen, hat auch ein Lied namens Thunderball eingereicht. Das fanden die Produzenten aber kacke. Das wurde, glaube ich, 1995 dann irgendwann mal veröffentlicht auf irgendeiner Platte. Genau, soweit ich weiß, hat Shirley Bassey dieses Lied, Mr. Kiss Kiss Bang war das, glaube ich, genau, dennoch eingereicht für den Film, beziehungsweise es wurde dennoch genommen, allerdings nicht als Titelsong. Genau. Und soweit ich weiß, ist es trotzdem zu hören. Im Kiss Kiss Club oder so, logischerweise. Ja. Da läuft es. Ja, ich, ja. 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 Dann gehen wir mal rüber zu den Dreharbeiten, oder? Ja. Ja, komm, machen wir. Feuer ballen wir mal rüber. So. Dann wollen wir uns mal an die Produktionsbedingungen machen, die wir nicht wissen, weil wir nicht dabei waren. Aber was wir wissen, ist, wo der Film gedreht wurde. Und das weiß natürlich ganz besonders du. Ja, und ich habe mich fast schon verplappert in der Vorbesprechung gerade eben. Aber sie sind doch ein bisschen sparsamer gewesen an verschiedenen Schauplätzen. Wir waren letztes Mal in der Schweiz, wir waren in London, wir waren in den USA, glaube ich sogar. Zweimal. Ja. Einmal in Miami und einmal dann irgendwo in Kentucky, but fuck nowhere. Wir sind in der Pre-Credit-Scene erstmal in einem bei einem Spectre-Treffen dabei. Da haben sie tatsächlich Shots aus Paris genommen. Die Pre-Credit-Scene, die für mich ein bisschen komisch aus dem Zusammenhang gerissen wirkte, auch in Frankreich allerdings, gedreht wurde sie im Château d'Arnay, nahe der Stadt Dreux. Keine Ahnung, ob ich jetzt richtig ausgesprochen habe, trotz meiner jahrelangen Französischkenntnisse. Genau, den Großteil der Inselszenen haben sie tatsächlich auf den Bahamas gedreht, also vor Ort. Genauer genannt, Großteil tatsächlich auf Paradise Island. Teile der ganzen Geschichte wurden aber auch tatsächlich vor Ort in Nassau, der Hauptstadt der Bahamas, gedreht. Und außerhalb von unseren altbekannten Studios gibt es noch einen Drehort, der, glaube ich, dir, Johannes,
wirklich gut gefallen könnte, und zwar der Silverstone Circuit. Die Verfolgung mit Bond und Graf Lippe wurde dort gedreht. Es sieht halt auch aus wie eine Rennstrecke. Also links und rechts ist nichts, das ist einfach nur eine gerade Strecke. Die Strecke wurde erst wenige Jahre vorher, meine ich, in Betrieb genommen. Also heute kennen alle, die was mit Rennsport zu tun haben, Silverstone. Legendäre Strecke seit vielen, vielen Jahrzehnten, aber wie gesagt, da wurde sie quasi erst gemacht. Von daher, ja, es sieht ein bisschen aus wie eine Flugzeugstart- und Landebahn, deswegen macht das schon Sinn. Ist fast schon historisch. Fast. Da die Aufnahmen von dem gerade erst fertiggestellten Silverstone, ist schon geil. Dann beginnen wir mal mit der Jetpack-Szene. Denn findest du sie top oder flop? Kurzes Intro. James Bond hat einen Agenten von Spectre, von Phantom aufgespürt, tötet ihn in seinem eigenen Chateau d'Anet in Frankreich, was übrigens, Fun Fact auf deinen Fun Fact aufbauend, im 16. Jahrhundert für Diane de Poitiers gebaut wurde, wie auch immer. Das war die Geliebte von Heinrich II. So. Wie dem auch sei, dort tötet er den Agenten und flieht dann über das Dach mit einem gigantischen Jetpack, lange bevor es Star Wars gab und irgendwer was über Jetpacks wusste. Fandst du es gut oder fandst du es richtig beschissen? Weil ich glaube, dazwischen wird es nichts geben. Ja, dann bin ich tatsächlich bei gut. Und zwar habe ich da eine ganz gute Begründung für. Wenn ich mir überlege, wie andere Action-Szenen aussehen in diesem Film, ist das, was sie da gemacht haben, grandios im Vergleich. Gehe ich weitgehend mit. Die Tatsache, also zwei Szenen daraus sind im Studio gedreht, das sieht man. Nahaufnahmen von Connery. Das hat den folgenden Grund, denn Connery hatte die Szene schon gedreht gehabt. Ne? Der hat das vor den Bahamas-Drehs gemacht, hat das alles schon abgedreht und ist dann rüber auf die Bahamas und dann hat halt ein Stuntman zwei, drei Wochen später diese Szene gedreht. So, da kannst du gleich erzählen, wie das zustande kam. Aber der musste die halt mit Helm drehen. Denn, naja, also keiner hat halt gesagt, Bruder, mach mal diese Flugszene ohne Helm. Der musste schon einen Helm tragen. Mach mal Trick. Ist, biete mal was an. Sean Connery hatte auch keinen Helm auf. Deswegen waren die so, okay, haben dann versucht, irgendeinen braunen Helm zu nehmen, dass das nicht auffällt. Das ging aber auch nicht. Also musste der Stuntman einen Helm aufsetzen. So, und dann mussten sie Connery quasi nach den Bahama-Drehs nochmal wieder zurückholen und sagen, ey, du musst nochmal zwei Miniszenen machen und zwar einfach hier vor dieser Studiowand, wie du dir einen scheiß Helm aufsetzt, damit das Sinn ergibt, was wir hier machen. Das fand ich sehr cool. Und daran sieht man, also es sind wirklich zwei, drei Sekunden, wo du merkst, oh, das ist jetzt aber nicht der originale Hintergrund. Das macht nichts, aber das ist der Hintergrund dabei, der Hintergrund der Geschichte, warum der Hintergrund so aussieht. Du hast gerade schon mit den Achseln gezuckt, dann rede ich mal einfach weiter über das Jetpack. Das ist, soweit ich weiß, von einem Wendell entwickelt worden als Raketenrucksack für die Infanterie. Lass mich nicht lügen. Ist auf also jeden Fall militärisch genutzt genau. worden vorher. War anscheinend die Idee. Der gute Mann hat sich allerdings beim Rumprobieren damit die Knie gebrochen, denn dieses Jetpack, was auch immer da ausgelöst wird ein paar hundert Grad Eis, hat die Nylonschnur kaputt gemacht, an der er hing und er ist halt 3 Meter runter geplumpst und hat sich die Knie gebrochen. Und deswegen ist Bill Sutor, wie auch immer, eingesprungen. Das war sein Nachbar, der hat eben die Hecke geschnitten. Und so kam das zustande und der war dann letztendlich in diesem Jetpack-Anzug drin. Es ist so weird. Das würde heute niemals mehr so laufen. Da gibt es, glaube ich, so einige Szenen von hier. Aber ja, das ist sehr interessant, sehr out of nowhere. Denn bislang waren alle Gadgets, so cool agentenmäßig sie waren, doch noch irgendwo in der Realität verankert, würde ich sagen. An dieser Stelle fliegt er mit dem Jetpack davon. Was ist für aber Mitte der 60er krass. Ja, schon, aber die Tatsache, dass das Militär ja tatsächlich vorher dran entwickelt hat, zeigt mir auch, dass das jetzt nicht so elendig weit ab vom Schuss ist. Also ich finde, das reißt mich jetzt nicht dolle raus. Das finde ich jetzt nicht so unrealistisch. Vor allem hat er es dann ganz entspannt in seinen Kofferraum gepackt und ist weggefahren. Das war schon ein guter Move. Und wir haben kein neues Auto bekommen in diesem Film. Es ist immer noch derselbe Aston Martin DB5. Das stimmt. Mit genau den gleichen Funktionen. Ich glaube, das Schild sieht man, das Heckscheibenschild irgendwo. Genau. Aber der macht in dem Film auch nichts. Er ist nur kurz da. Er fährt ja, damit. Hat es tatsächlich in der Bewertung für sein Fahrverhalten, für seine Fahrkünste etwas schwierig gemacht, denn es gibt halt kaum Auto. Was. Ja.
Die Bomber-Szene, wie fandst du die insgesamt? Alles um diesen Bomber und den Flug? Ich muss Denn ich sagen, fand's stark. ja, die hat mich wirklich. Also, das war zum einen war es eine sehr, sehr lange Szene. Die war ja wirklich, also lass mich lügen, 10 Minuten. Vielleicht sogar noch Ungefähr. länger. Also, ich würde diese Szene zählen, bis sie quasi den Bomber am Grund des Meeres abdecken. So, das. Ei, alter Schwede. Das Abdecken hätten sie vielleicht ein bisschen fixer machen können. Aber grundsätzlich, richtig geiles Ding. Das ist gut gealtert. Das sah wirklich schön aus. Ich weiß nicht, wie sie die Bomber in der Luft gefilmt haben. Ob es da schon Archivmaterial gab oder so. Aber das sah wirklich, wirklich gut aus. Denn das waren definitiv echte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Denn das sah zu gut aus, als dass das irgendwelche Modelle waren. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich muss auch sagen, das hat mich sogar kurzzeitig etwas schockiert. Denn als, ich glaube, Lago war es sogar, dem Piloten, der fest saß am Grunde des Meeres, der gerade aber eigentlich seinen Auftrag gut ausgeführt hat, als er ihm den Luftschlauch durchgeschnitten hat und er quasi, ja, elendig verreckt ist, da muss ich sagen, ich fand diese Szene nicht nur gut geschauspielert, sondern auch an sich so bedrückend und so eklig. Ich habe mich richtig, richtig unwohl gefühlt, als ich sie gesehen habe. Und das, ja, war wirklich stark. Ist eine klassische Bösewicht-Szene, sowas zu machen. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum James Bond das später im Film ungefähr 200 Mal bei allen Leuten macht, die er findet. War an der Stelle aber wirklich hart. Also klar, der wollte ein bisschen mehr Geld haben von Spectre und daran, deswegen musste er halt dran glauben. Aber dass er im Gurt festhängt und der Typ kommt einfach nur an. Ich kann mir seinen Namen auf den Tod nicht merken. Lago. Wie heißt der? Lago. Und nimmt ein Messer und schneidet einfach nur seinen Sauerstoffschlauch durch. Und das war's. Das ist schon. Es ist halt also, es ist doppelt und dreifach unnütz. Er hat das Messer in der Hand. Er könnte sich easy entscheiden, auch einfach den Gurt durchzuschneiden. Nee, fuck it, ich mach den Schlauch. Und dann wirklich da jämmerlich verreckend am, ja, da den Typen auch noch mit abdecken quasi. Also wow, das fand ich wirklich eklig. Aber wie gesagt, von vorne bis hinten eine geile Szene. Den Bomber haben sie sogar nachgebaut als Modell, aber in echte Größe. Also aus Fiberglas, die sind in die Bahamas geflogen und haben dann aus Fiberglas quasi diesen Bomber nachgebaut, damit der in Originalgröße da unten irgendwie rumliegen kann. Der Produktionsdesigner, das habe ich jetzt erst rausgefunden, der ersten Filme, also auch schon davor und noch, ich glaube ein paar danach, ist Ken Adam. Das ist ein Berliner, also einer von uns quasi. Der ist später Mensch. Nach England rüber, aber das ist einer von uns. Und der hat unter anderem auch die Villa entdeckt. Der wollte unbedingt eine große Villa haben und ist dann mit dem Helikopter die ganze Zeit über die Bahamas geflogen und hat nach irgendwas gesucht und hat dann diese wirklich geile Villa entdeckt, die an dieser Küstenspitze liegt mit dem doppelten Pool und so. Und da haben sie dann halt die Haie in den Pool geschmissen. Und also die Besitzer waren mit allem d'accord, alles cool, haben aber laut seinen Beschreibungen auch gerne über den Durst getrunken, immer mal so ein bisschen Gin Tonic abends gedonnert. Und er hat sich tatsächlich gefragt, wer eigentlich wie versichert wäre, wenn jetzt jemand in diesen Haipool fällt. Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das damals kein großes Thema war. Ja, aber ich würde jetzt mal so weit gehen und sagen, wenn du dir diese Frage stellst, dann ist der Punkt gekommen, an dem du das vielleicht ein bisschen besser absichern solltest. Ja, ich glaube, er ist schon tot, deswegen. Ja, ja. Da ging ich fast von aus. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist er ja auch durch Haie gestorben. apropos Haie. Nee, kommst du später zu. Nehmen wir nicht. Die Unterwasserschlacht würde ich gerne noch ansprechen, weil das Produktionsdesign extrem aufwendig ist. Wiederum ja. Meine Frage, entweder richtig top oder richtig flop? Richtig top. War schön. War schön. Echt? War für mich ein kleinen Tucken zu lang. Die wollte und wollte nicht aufhören. Und ich fand es ein bisschen lächerlich. Irgendwann habe ich mir nur notiert, wie viele Leute haben eigentlich in diesen scheiß Helikopter gepasst? Also da sind ja quasi ganze Armeen unter Wasser gestorben. Aber grundsätzlich fand ich es geil. Also wie gesagt, ich bin ein Zacker für Harpoon. Ich mag das, wenn es so beklemmend eklig ist unter Wasser und wenn dann auch noch mit Harpunen um sich geschossen wird. Ich fand das cool. Wie gesagt, etwas bisschen zu lang,
Aber allein für die Szene, in der drei Taucher in diese komische Nische reingehen und James Bond eine Unterwasserbombe da reinwirft. Sorry, allein dafür hat sich die komplette Szene gelohnt. Und wie dann langsam eine leere Schwimmflosse nach oben gleitet. Das war schon fast Slapstick. Ich stimme zu 100% zu. Also stellenweise ein bisschen langsam. Es ist halt unter Wasser, wie schnell soll es sein? Es ist alles ein bisschen langsamer und sehr, sehr lang. Aber wenn ich mir vorstelle, wir sind Mitte der 60er Jahre, vor 2 Jahren haben sie nicht mal eine 20-sekündige Autoverfolgungsjagd hinbekommen, ohne dass es komplett beschissen aussieht. Das Ding unter Wasser zu drehen in der Länge, und wir haben ja den Vergleich zum Beispiel mit Harry Potter Teil 4 gehabt, was da unter Wasser lief, das ist schwierig, das zu machen. Und das in dem Ausmaß fand ich richtig, richtig krass. Ich habe die Atmosphäre auch gemocht. Selbes Problem wie bei dir, das waren mindestens 70, 80 Leichen dafür, dass, ich glaube, am Anfang sind so 10 Leute gegen 12 Leute gegeneinander geschwommen. Dafür sind Dutzende gestorben, aber das war der Hammer. Also Wahnsinn, wirklich. Muss ich jetzt nicht jeden Film haben, so? Ich glaube, einmal reicht, aber dafür, dass ich sowas in der Form auch noch nie gesehen habe, fand ich es richtig, richtig krass. Ganz genau. Dann meine letzte große Szene, wo die Machart in Frage gestellt werden könnte, die große Bootsverfolgungsjagd, wo am Ende das Boot explodiert. Ja, wo alle sich beschießen. Um deiner Frage vorwegzugreifen, ja, große Scheiße. Die ist leider richtig kacke. Es tut mir leid. Also die ist wirklich, wirklich schlecht gealtert. Das einzig Gute daran ist wirklich die Explosion des Bootes am Ende. Was daran liegt, dass sie es, soweit ich weiß, tatsächlich in die Luft gejagt haben. Aber, also, dieses Boot haben sie in die Luft gejagt. Ich weiß nicht, ob es das ist, womit sie auch gedreht haben, oder ob das halt so ein Prop war. Aber der Herr, der dann später auch den Oscar für Best Visual Effects bekommen hat, der hat ein bisschen unterschätzt, wie explosiv das Zeug ist, was er da über das komplette Boot gekippt hat. Und in einem Umkreis von 30 Meilen, glaube ich, war es, sind teils Scheiben geborsten. Er hat es ein bisschen übertrieben. Ja. Also reden wir von der gleichen oder? Es vom Ende. Einmal die, wo sich die Boote verfolgen und beschießen, also was übrig bleibt, und dann wie die Yacht noch durch die Gegend boostet. Ich hab das Ende gemeint, das genau, ganz am Ende. Okay. Ganz furchtbar. Ja. Also wenn es eins gibt, was richtig, richtig kacke aussieht, dann diese ganz komische Zeitrafferfahrt. So, also wir drehen jetzt mit der Kamera, wie wir durch diese Felsen fahren, aber machen es einfach auf 30-fache Geschwindigkeit. Währenddessen reißt Sean Connery wild an diesem Lenkrad rum, weil genauso funktionieren Boote natürlich. Was? ganz übel, ganz, ganz, ganz übel. Ja. Ja, aber zum Ende komme ich tatsächlich auch am Ende des Podcasts nochmal. Da habe ich nämlich auch nochmal einen Zusatz, der, ja, wie kann ich das jetzt schön anteasern, damit ihr auch bis zum Ende bleibt. Ein Zusatz, der mich nachhaltig schockiert hat. War James Bond der Bösewicht all along? Bam, bam, bam. Okay, da bin selbst ich jetzt gespannt und bleibe auf jeden Fall dran. Hast du Fun Facts, die mit der Produktion was zu tun haben? Ja, und zwar, es ist wirklich ein ganz kleiner Mini-Fun Fact, aber passend zum Namen, die Kleidung von Domino ist immer schwarz-weiß. Was cool ist, weil sie Domino heißt. Genau, ist ganz lustig. Cool. Das ist, und, solche Details sind spaßig, wie mit Goldfinger. Ja, tatsächlich. Das war auch ein Fun-Fact, den habe ich sehr genossen. Dazu gibt es noch einen, den fand ich tatsächlich sehr, sehr cool. Und zwar, James Bond wird verfolgt von Fiona und versucht mit einer Frau zu tanzen und so in einer tanzenden Menge unterzugehen. Das klappt so gar nicht und ich glaube, sie kommen nicht mal groß bis zum Tanzen. Und die Frau verabschiedet sich mit dem Satz, naja, hättest du mir auch sagen können, dass du eine Frau hast, und geht. Das ist die Ehefrau von Huntington Hartford, dem Zweiten. Und das ist der Typ, dem das Grundstück gehört hat, auf dem sie gedreht haben. Okay. Das war allerdings nicht ihr letzter Auftritt im James-Bond-Franchise, denn tatsächlich taucht sie in Casino Royale von 2006 nochmal auf. Da drehen sie nämlich wieder auf dem Grundstück, wieder auf den Bahamas, und da sitzt sie am Pokertisch. Das ist richtig geil. Du warst bei der zweiten Tanzszene, ich bin bei der ersten Tanzszene.
Da tanzt nämlich im Hintergrund Dana Broccoli. Das wiederum ist die Ehefrau von Albert Broccoli, dem Produzenten, einem der beiden Produzenten des Films. Das finde ich auch schön. Ach, einen letzten Funfact habe ich tatsächlich noch, und zwar etwas, das ich während des Guckens schon, das ist mir da schon sehr positiv aufgefallen, ich bin nochmal bei Fiona, und zwar kritisiert sie Bond, dass er Frauen mit seinem bloßen Dasein umdrehen kann und hast du nicht gesehen. Also er kritisiert eigentlich das, was wir letzte Folge auch schon kritisiert haben. Und das ist tatsächlich eine Replik gewesen auf die wohl tatsächlich auch damals schon existierende Kritik an der Situation zwischen Bond und Pussy Galore. Also Fiona ballert Bond dem Charakter das quasi damit auch so ein bisschen um die Ohren. Fand ich auch eine schöne Art und Weise, mit Kritik umzugehen. Was vielleicht aber auch so ein kleiner Seitenhieb von Regisseur Terence Young sein könnte, denn den dritten Teil hat er ja nicht zu verantworten gehabt. 3 offene Fragen noch von mir. A. Wer baut ein Erholungszentrum neben einem NATO-Flughafen? Da würden mich die Flugzeuge auch richtig überraschen, während ich mich ausspanne. Big Brain Time, auf jeden Fall. B. Warum schießen 3 Kriegsschiffe auf eine Yacht, wo voraussichtlich eine Atombombe drin ist? Oh. Das ist ja super dumm. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Hätte nach hinten losgehen können. Vor allem, da sie auch mit dem schwersten Flakgeschütz auf dieses Boot ballern, was sie finden. Also, das ist genial. Naja. Und C, weil ich es einfach großartig finde, dass ein Typ sich 2 Jahre lang umoperieren lässt und alles trainiert, was sein Counterpart, den er spielen soll, an Aussprache und sonst was. Er schafft es innerhalb von 5 Sekunden, alles zu verkacken. Er benutzt die falsche Sprache beim Verabschieden. Was war das andere? Er setzt er hat die Mütze den falschen, falsch auf. Genau, die Mütze falsch, die Sprache hatte er falsch. Und ich glaube, er hat das falsche Wort auch genutzt. Er hat Ciao gesagt oder so. Er hat Arrivederci gesagt und er hätte Ciao sagen sollen oder irgendwie sowas. Also 2 Jahre, Bruder. Vielleicht warst du einfach nicht der richtige Mann. Vielleicht waren die 100.000 doch ausreichend. Also er hat 5 Sekunden, um diese 2 Jahre jetzt auszunutzen. Und er macht alles falsch, was man falsch machen kann. Super. Oh, wunderbar. Dann kommen wir mal zu den 3 coolsten Locations. Geht nicht um Szenen, geht nicht um Inhalt, geht nur um die Location, den Hintergrund. Und deswegen beginne ich mit Platz 3. Ich muss es einfach nehmen, Silverstone Circuit. So, ganz klar. Hammer. Ja. Also das... ging ich stark von aus, dass du das nimmst. Das wäre auch fast eine Enttäuschung gewesen, wenn nicht. Ich habe eine ganz, ganz kleine Dishonorable Mention. Und ich weiß, weil du das vorhin schon kurz erwähnt hast, dass wir da nicht übereinstimmen. Denn die Villa von Largo ist mir zu langweilig. Die hat mich überhaupt nicht mitgerissen. Da hat mich überhaupt gar kein Feeling gehabt. Tut mir leid. Die war nichts für mich. Ist eine Meinung. Ja, das ist quasi per Definition ist das eine Meinung. Kommen wir zu meinem Platz 3 und das ist ja auch da, ich glaube, ich werde so langsam ein bisschen predictable, aber es ist der Raum, in dem das Spectre-Treffen zu Beginn stattfindet. Fand ich geil, hat was. Ja, mein Platz 2 ist die Villa mit Pool und allem drum und dran. Ich finde die sehr cool gemacht. Ja, sie hat nicht tausende Gadgets wie Goldfingers Ranch im letzten oder so, aber allein komme ich später zu dieser coolen Szene. Diese, im Grunde, wie heißt das Spiel, wo man die ganzen Stealth-Missions macht? Tom Clancy ist irgendwas, genau. Fand ich cool. Du hast eine richtig coole Übersicht und weil du sie auch von oben sehen kannst, weil es nicht mehrere Studioaufnahmen sind, weißt du immer genau, wo gerade irgendwie was ist und das fand ich sehr, sehr cool. Mich hat das abgeholt. Kann aber auch verstehen, wenn es zu wenig Features waren. Das macht auch Sinn. Ja, absolut. Also es ist nicht, dass ich nicht verstehen könnte, warum man es nicht schön finden kann. Nur mich persönlich hat es nicht angesprochen. Also wir sind da uns sehr einig, dass wir uns da uneinig sind. Platz 2 ist für mich tatsächlich das Château d'Anet nahe Dreux. Das Château aus der Pre-Credit-Scene. Ist halt einfach geil. Das sieht geil aus. In der Beschreibung stand auch, ich glaube, 150 Kilometer von Paris entfernt. Ist das die Maßeinheit in Frankreich, dass du einfach sagst, okay, das hier ist jetzt Marseille, das ist am anderen Ende, das sind halt 1400 Kilometer von Paris entfernt? Ist da alles einfach nur Paris?
Ja. Und normalerweise kann es froh sein, dass wir mittlerweile auch in Paris das metrische System eingeführt haben, denn früher waren es wirklich Baguette-Längen und das ging gar nicht. Wow. Es tut mir leid an alle Wow. Franzosen. Es war auf dem Silbertablett serviert quasi, frisch gebacken. Excusez-moi, mais je t'aime pour tout le monde et je Würdest du suis deinen très Platz désolé. 1 bitte Oui. vorstellen? Mein Platz 1, wollte ich gerade tatsächlich nochmal überlegen, nee, es ist dann auch Blofelds unterirdisches Versteck. Warte, wo geht er rein? In irgendeine philanthropische Organisation, ne? Oh, lass mich kurz überlegen. Ich habe vorhin noch gelesen, was das tatsächlich im Real Life ist. Und zwar ist das Auswärtige, nee, die Bruderschaft der staatenlosen Personen oder so. Irgendwie sowas. Aber das ist tatsächlich das Gebäude der Bruderschaft der staatenlosen Personen. Irgendwie Okay. so. Und da ist hinten eine Geheimtür und da drin ist natürlich das Versteck mit Blofeld, der durch so eine Jalousie, was auch immer, abgeschirmt ist, dass man ihn nicht sieht, lange aufgetürmt, die coolen Sitze der Bösewichte. Alles daran schreit nach Coolness. Gibt es von mir nichts hinzuzufügen. Platz 1 für mich. Ich habe es irgendwie mit großen, opulenten Räumen. Es ist der Raum, in dem der Innenminister die 00-Agenten brieft. Ich mir fast gedacht. Einfach geil. Allein die Tatsache, und das auch nochmal ein Fun Fact, der jetzt speziell auf James Bond zugemünzt ist, das ist der einzige Shot bislang zumindest, in dem kompletten Franchise, wo man einmal alle Null oder Doppel-Null-Agenten in einem Raum sieht. Wirklich viel kriegt man von denen jetzt nicht mit, aber man sieht sie alle mal an einem Ort. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was der Bösewicht dieses Mal so gemacht hat. Wer ist unser Bösewicht in dieser Ausgabe von James Bond? Und es ist Emilio Largo. Jetzt ist die Numero Frage, Doth. welche Nummer ist er? Was ist DOS? Zwei. Ich kann kein Spanisch. Zwei, Zwei. okay. Stimmt, er ist Nummer 2 bei Spectre. Ich habe mir aufgeschrieben, was ist seine Motivation, seine Backstory? Und ich habe mir auch aufgeschrieben, keine Ahnung, aber er hat eine Augenklappe. Das war so lustig. Ich habe den Film, wie alle anderen Bonds auch, mit meiner Freundin geguckt und er ist ja so ziemlich der erste Charakter, den man sieht. Also es ist ja noch die Pre-Pre-Credit-Scene. Und das war so lächerlich. Ich war mir nicht mal sicher, ob das nicht vielleicht die Pre-Credit-Scene ist, die eigentlich nichts mit dem restlichen Film zu tun hat. Aber ich sagte zu ihr, guck mal, der hat eine Augenklappe. Wir sind in den 60ern. Ich bin mir relativ sicher, dass das ein Bösewicht ist. Und es ist einfach original der Bösewicht für den ganzen Film. Also, sorry. Ich habe ein großes Problem mit ihm, weil er sehr coole Elemente hat. Das Haibecken, mega geil. Auch seine kleine Obsession mit Haien finde ich cool. Die Yacht finde ich auch richtig stark. Dass er selber bei den Missionen mitmacht und nicht nur im Hintergrund steht, dass er vorangeht, mega geil. Ich verstehe aber nicht warum. Also, das sind alles wunderschöne Puzzlestücke, aber das macht zusammen keinen Sinn. Die anderen hatten wenigstens irgendwas, wo du sagen kannst: Okay, da ist der Grip. Das ist deren Motivation, das ist die Vorgeschichte, das machen sie. Die Augenklappe wirkt für mich so, als wäre ihnen am Drehtag Nummer 1 aufgefallen, scheiße, der Typ hat ja gar nichts. Hier hast du eine Augenklappe. Auch die ist nicht erklärt. Ich kann nichts mit ihm anfangen. Ich finde vieles cool, was er macht, aber ich weiß nicht, ob ich mich in 2 Monaten an ihn erinnern kann. Das ist genau mein Problem ebenfalls gewesen. Also ich finde, ja klar, Augenklappe cool, Haie cool, Harpune verdammt cool, dass er mitmacht ist cool, er ist auch ein wirklich böser Drecksack. Ich erinnere gerne an die Szene, die mich ein wenig verstört hat mit dem, ja, mehr oder minder armen Piloten des Bomber. Aber der ist halt trotzdem so abwaschbar. Also weiß ich nicht, der blieb jetzt nicht wirklich. Also ich hatte keine besonderen Gefühle, wenn der jetzt irgendwie auf dem Screen aufgetaucht ist. Und das hatte ich bislang bei allen Bösewichten. Ich würde ihn bislang als zweitschlechtesten Bösewicht abtun wollen. Und zwar tatsächlich einzig schlechter in meinen Augen war Dr. No, der mich wirklich nicht vom Hocker gerissen hat, so insgesamt. Aber weiß ich nicht. Da hätte man mehr draus machen können. Allein schon, weil er der Zweite ist, der Zweite im Rang bei Spectre, hätte man da irgendwie mehr draus machen müssen. Zumal ich diese
diese Durchnummerierung nach Rang finde ich persönlich total geil. So weißt du ja sofort, okay, hier der zum Beispiel der wie heißt er denn, Graf Lippe, ist tatsächlich auch eine nummerierte Persönlichkeit gewesen. Jetzt allerdings frage ich mich, sie haben die 2 verloren. Irgendeiner in dem Treffen anfangs ist gestorben. Dann wurde in dem Treffen anfangs noch einer von denen abgemurkst. Der Graf ist gestorben, der die Nummer 4 war, glaube ich. Also, noch 2 Filme und der ganze Laden ist tot. So, was soll da noch groß passieren? Wie schnell züchten die sich denn neue Leute ran? Das ist ja auch immer ein bisschen Brain Drain, wie man so schön sagt. Ja, aber wenn die alle so sind wie ich habe seinen Namen wieder vergessen. Lago. Emilio Lago. Dann ist es, glaube ich, einfach, da wen Neues reinzusetzen. Ja, aber gut, also grundsätzlich böse ist er ja schon. Er ist ja auch nicht wirklich sonderlich inkompetent. Sein relevantestes Feature ist tatsächlich, dass er Nummer 2 ist. So, das ist der interessanteste Hook. Und mit dem machen sie, ehrlich gesagt, auch sehr wenig. Ja. Von daher, Disco Volante heißt fliegende Untertasse auf Italienisch. So heißt dann Yacht. Naja. Endkampf unglücklich. Ich finde ihn besser als Goldfingers aufgrund der Effekte. Allerdings gab es auch hier wieder die Kack-Effekte. Bei Goldfinger haben sie aber wenigstens irgendwie noch versucht, im Flugzeug was Geiles zu machen. Das rechne ich ihnen an. Hier war es ein sehr, sehr langer Faustkampf ohne jeden Progress und dann wurde halt von hinten erschossen. Puh. Ja, plus der wirklich, du sagtest, es ist kein Greenscreen, aber ich sag mal, der Greenscreen-Effekt im Hintergrund, der hat mich halt komplett rausgerissen. Und ich habe immer das Gefühl, dass sie einfach zu viel wollen. So, für die Möglichkeiten, die sie haben. Und ich glaube, wenn sie diese Endkämpfe einfach ein bisschen entschleunigt und ein bisschen weniger drüber gemacht hätten, dann wären die deutlich besser gealtert, als sie es jetzt sind. Ja. Ich habe sogar noch ein Fazit aufgeschrieben. Ich finde den Plan von ihm mega. Also den gesamten Komplott. Angefangen davon, wir tauschen den Piloten aus. Komm so, indem er mit diesem Gas die anderen betäubt oder tötet, an eine Atombombe. Atombomben überzeugen mich. So, das ist eine extrem einfache, aber plausible Story. Ich erkenne die Bedrohung für die Welt. Er kann die halt wirklich auf New York schmeißen, das war's. Das ist nicht zu verhindern, nicht wirklich, wenn man das nicht zahlt oder irgendwie anders verhindert. Aber wie gesagt, Dr. No hatte irgendwie Kalkül und seine Hände, dass er die nicht benutzen kann, hängt damit zusammen wegen dem Unfall und er will es der Welt beweisen. Die Frau in Russland oder die russische Frau, wie auch immer, die sowjetische Generalin, die war einfach russisch böse und Goldfinger war gierig und ebenso brutal und hatte auch Charisma. Er ist einfach nur da. Mir fehlt irgendein Hook bei ihm. Ja, das stimmt. Also, wie gesagt, der Plan, der hat mich auch wirklich sehr überzeugt. Was bei mir wirklich die neben der Endszene niedrigste Punktzahl ist bei mir das Bedrohungslevel für Bond, denn also er wirkt halt auf mich null bedrohlich. Selbst auf Bond wirkt er ja kaum bedrohlich, denn er setzt sich beim ersten direkten Aufeinandertreffen mit ihm an einen Tisch und das erste, was er raushaut, ist direkt: Ja, übrigens, hier Phantom da und hast du nicht gesehen, bla bla bla, ich kenne dich und ich habe auch überhaupt gar keine Anstalten gemacht, mich jetzt nicht als Bond vor dir zu outen. So, du bist mir eh wurscht. So, du machst doch eh nichts. Also es ist halt direkt schon von vornherein kompletter Disrespect und ja, hat sich ja natürlich bewahrheitet. Auch später in jeder dritten Szene nimmt ihm Bond die Frau weg und geht mit ihr aus. Er bekommt ein Gewehr direkt neben ihm in die Hand. Du hast nie das Gefühl, dass er jetzt die Oberhand hätte. Ja. Seine Kämpfe lässt er von Haien austragen. Seine Henchwoman ist tatsächlich sehr geil. Fiona Volpe. Volpe. Ja. Willst du es sagen oder ich? Die ist ultra kompetent und ich finde es schön, dass sie Bond auch mal ein bisschen auf die Finger kloppt in seinem Umgang mit Frauen. Ich habe die Szene geliebt, wie sie ihm das verbal einmal durchs Gesicht gezogen hat. Ich habe hier geschrieben: Fortschritt. Baby Steps, aber Fortschritt. Das ist die erste Frau im Franchise, können wir inzwischen sagen. Sie ist eiskalt. Ja, sie schläft mit Bond. A, weil sie wahrscheinlich selber Bock drauf hatte. B, macht sie sich danach darüber lustig, dass sie ja jetzt nicht plötzlich gut wird, nur weil die beiden Sex hatten. So, sie findet das auch cool, aber das ändert nicht ihre Grundeinstellung, was natürlich in den vorangegangenen Filmen der Fall war. Das lässt im Grunde, ja, es ist schon ziemlich selbstironisch für James Bond generell, für das Franchise.
Aber das lässt Bond so dumm dastehen, weil so, das war seine normale Strategie und keiner versteht es, aber die Frauen verfallen ihm alle. Und jetzt ist da einfach die Frau, die sagt: Ja, war cool, mit dir mal eine Nacht zu verbringen. Ich mach dann jetzt weiter, ne? Dankeschön. Absolut, das ist wirklich, ist einfach, es war fast kathartisch, sich das anzusehen. Wow. Es war wirklich schön. Und sie ist eine ernsthafte Gegnerin, auch später in der Verfolgungsjagd bei dem Karneval, dass sie erschossen wird, finde ich insofern cool, als dass es nicht doch noch irgendeinen Twist gibt. Sie ist hart, sie ist ernst, sie muss ausgeschaltet werden. Am Ende wird sie durch diese Drehung von Bond in den Schuss gelenkt und stirbt. Das gibt mir aber das Gefühl, dass sie tatsächlich eine Bedrohung war. Sie hat Und halt auch das einen, mag ich. sie hat einen coolen Send-off bekommen und ist durch die Inkompetenz ihrer Kollegen gestorben und nicht durch ihre eigene. Das fand ich auch noch einen ganz netten Hint. Also mit der haben sie es wirklich, da haben sie mal deutlich besser getan als allen anderen Frauen. Allerdings, das zumindest in Klammern gestellt, ich finde auch immer noch Miss Moneypenny ist nicht ganz scheiße dargestellt. Das ist die einzige, die zumindest im ersten Film des Öfteren mal so ein bisschen Paroli geboten hat. Auch in diesem. Also ich nehme ihr nicht ab, dass sie unbedingt was von Bond will. Ich glaube, das ist ein Spielchen. Das macht Spaß. Besonders weil wir jetzt innerhalb des MI6 auch mehr Banter haben. Also dann spricht sie vom alten Mann und dann kommt M plötzlich rein und so. Das macht Spaß. Das Kurze könnte ich mir übrigens letzte. auch einen kompletten Film lang angucken. Einfach nur, Ein keine Sitcom, Ahnung, ja. The Office, MI6. Nehme ich. Zwei letzte Sachen. Zum einen legt Bond die tote Fiona Wolpe dann auf den Stuhl und sagt zu den anderen am Tisch, ich glaube im Deutschen, sie ist todmüde. Classic Bond. B, warum sie jetzt den fast nackten, unbekannten Bond nachts mitten im Wald in ihr Auto lässt, verstehe ich nicht. Würde ich an ihrer Stelle nicht machen, auch an meiner Stelle nicht. Aber das Ja, ist nur so dahingestellt. auf der anderen Seite muss man da fairerweise sagen, ich glaube, wenn sie nicht damit klarkommen würde, irgendeinen random nackten Dude kaputt zu kloppen oder direkt zu beseitigen, wer dann? Sie nimmt ihn auch sehr sachlich mit. Danach gibt es keine große Diskussion. Sie sprechen 5 Sätze und sie setzt ihn ab, weil sie dahin fährt, wo sie eh hin wollte. Das ist jetzt nicht die große Heldentat. Ja, dann überlassen wir die Bond-Girls mal Leuten, die sich mit Bond-Girls auskennen. Und wir tun das, womit wir uns auskennen, nämlich Toplisten bearbeiten. Tatü, tata. Hier spricht die Polizei. In dem Film, um den es hier geht, sind 110 Menschen gestorben. 110. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir schreiben das Jahr 1965 und treffen den unwiderstehlichen James Bond diesmal in Thunderball. Es sind mehrere Mädels mit dabei, die drei Haupt-Bond-Girls quasi sind in dem Fall eine Krankenschwester, die er ganz zu Beginn trifft, dann eine Agentin von Spectre und das Haupt-Bond-Girl quasi Domino, über die ich später auch noch ein bisschen was erzählen werde. Bevor ich jetzt aber auf diesen Film zu sprechen komme, einmal ein Blick auf eine Recherche, die ich im Vorfeld gemacht habe. Und zwar bin ich auf einen Spiegelartikel gestoßen, in dem der Regisseur des aktuellen Bond-Films sich über die John Connery-Projekte äußert. Und die Zeile war ganz spannend, weil in der Überschrift stand tatsächlich, im Grunde war James Bond damals ein Vergewaltiger. Und was soll ich sagen, es stimmt. Wenn man auf diesen Film schaut, wenn man auf Thunderball schaut, war ich am Anfang wirklich entsetzt darüber, wie James Bond da mit Frauen umgeht. Es geht um die Krankenschwester, die ich gerade schon angesprochen habe, Patricia, die er eben trifft und die er ganz unverblümt eben anbaggert und die diese Annäherungsversuche aber wirklich zurückzuweisen weiß. Und trotzdem lässt er eben nicht nach. Und als sie an einer Stelle um ihren Job fürchtet und ihn darum bittet, die Geschehnisse, die gerade vonstatten gegangen sind, nicht ihrem Chef zu erzählen, weil sie sonst nämlich gefeuert werden könnte, sagt er nun ja. Also im Grunde, Baby, das kostet was. Also ich werde jetzt nicht umsonst schweigen. Und man sieht die beiden nur Sekunden später quasi in der Sauna, wo er sich eben auszieht und die beiden dann natürlich was miteinander haben. Und das Tragische an der ganzen Sache, was ich wirklich schlimm fand, war, dass sie anschließend zusammen im Bett zu sehen sind. Und sie eben wirklich Spaß an der ganzen Sache zu haben scheint. Und nun ja, das Ganze bringt so das Gefühl mit sich, dass James Bond mit diesem Verhalten eben wirklich Frauen von sich überzeugen kann. Und das ist halt eben auch die Botschaft, die vermittelt wird. Mach das, was sie eigentlich nicht wollen. Und trotzdem kommst du damit durch und hinterher finden sie dich geil. So, und
wenn man das ins heutige Zeitalter überträgt, die Zeit damals einfach mal weglässt, das ist genau das, was wir heute in der MeToo-Debatte diskutieren. Diese Situation, wo Chefs eben den Frauen das Gefühl geben, okay, wenn wir jetzt miteinander anfangen, dann könnt ihr es zu was bringen. Und ansonsten steht eure Karriere eben auf dem Spiel. Und quasi haben wir dieses MeToo-Thema in James Bond schon 1:1 aufgegriffen. Und es ist wirklich, wirklich tragisch, dass das damals als normal erachtet worden ist, aber heutzutage zum Glück nicht mehr wird. So, das Gute ist, es geht in dem Film danach bergauf. Und zwar machen wir weiter mit einer Figur, die ich eben schon mal angesprochen habe. Und zwar ist es eine Agentin von Spectre, die nämlich ein komplett anderes Frauenbild transportiert. Wir haben Fiona und Fiona arbeitet eben, wie gesagt, für Spectre. Und ihr Ziel ist es, James Bond auszuschalten. Aber bevor sie das macht, nimmt sie sich natürlich auch noch was Gutes mit. Die beiden landen zusammen im Bett und James Bond hält sich ja sowieso für unwiderstehlich. Also findet er es auch nicht seltsam, dass er jetzt von einer Frau eben oder von ihr verführt wird. Und sie hat bei der ganzen Sache halt absolut die Hosen an. Sie kriegt ihn ins Bett, sie nimmt sich da, was sie will und macht auch ganz, ganz klare Anweisungen, was er zu tun hat und was er eben zu lassen hat. Und will ihn halt eben anschließend von ihren Kollegen quasi abführen lassen. Gelingt ihr auch, James Bond entkommt dann leider wieder. Aber sie ist ihm natürlich auf den Fersen und schnappt ihn anschließend wieder. Das Tragische an der ganzen Sache ist, dass sie natürlich, weil sie ein Anti-Bond-Girl ist und für den Gegner arbeitet, letztendlich sterben muss, so will es das James-Bond-Gesetz. Sie stirbt auch, weil er sie quasi in den Kugelhagel von ihren Kollegen reinwirft, beziehungsweise dazwischen hält. Was ich aber an der Stelle nicht weiter schlimm finde, weil das hätte er auch mit jedem Mann gemacht. Also es ist unrelevant, dass sie da eine Frau darstellt oder dass sie quasi ein Bond-Girl ist. Er behandelt sie wie einen Mann und die beiden begegnen sich 1:1 auf Augenhöhe. Von daher macht es da wirklich Spaß, denen in ihrem Miteinander zuzugucken. Mein Highlight-Bond-Girl in diesem Film. So, und damit kommen wir zur letzten, zur wahrscheinlich relevantesten Figur in Sachen Bond-Girls in diesem Film. Für mich aber auch diejenige, die ich einfach am unspannendsten fand. Also der Frauencharakter war jetzt nichts, wo ich gesagt hätte, okay, das reißt mich jetzt wirklich mit. Wir reden von Domino, die Geliebte von dem Hauptbösewicht dieses Films darstellt, von Lago, und deren Bruder von ihrem Geliebten quasi ermordet wurde. Das weiß sie aber noch nicht. So, und James Bond trifft sie beim Tauchen. Das ist ein ganz gezieltes Unterfangen, was er da macht. Die beiden tauchen zusammen. Sie befreit ihn auch so ein bisschen, rettet ihm quasi das Leben. Das ist die Art und Weise, wie wir die beiden zusammen kennenlernen. Was ich ganz spannend fand, ist, weil sie sitzt dann natürlich in einem schwarzen Bikini auf ihrem Boot, er wiederum auf einem anderen Boot. Und die beiden kommunizieren miteinander, weil eben bei einem Boot der Motor ausgefallen ist. Und die Einstellungsgrößen bzw. die Kameraperspektiven fand ich da an der Stelle ganz spannend, weil sie wirklich die ganze Zeit von unten gezeigt wird, also weil er quasi zu ihr hochguckt und damit eine unglaubliche Stärke repräsentiert, er wiederum die ganze Zeit von oben gezeigt wird und dann dadurch klein wirkt und wiederum genau das Gegenteil präsentiert. Das fand ich an der Stelle ganz schön gemacht, ist leider nichts, was sich durchzieht in der Form, weil dieser Charakter einfach, was soll ich sagen, er wirkt einfach irrelevant in der ganzen Geschichte. Also ihr Geliebter hat quasi ihren Bruder einst umgebracht. Das ist diese Backstory, die der Figur an die Hand gegeben wird, von der sie aber noch nichts weiß. Und James Bond erzählt ihr irgendwann davon und hat damit eben das Ergebnis, dass sie sich auf seine Seite stellt und ihn eben, also ihren Geliebten auch umbringen will. Das passiert in einer Szene, wo die beiden zusammen am Strand sitzen, wo man sich ehrlicherweise, das kann ich jetzt auch als Frau sagen, sich recht wenig auf den Dialog der beiden konzentriert, sondern in erster Linie auf ihre Optik, weil sie hat dann einen schwarz-weißen Bikini an, der einfach grandios aussieht und ist einfach von Kopf bis Fuß perfekt durchtrainiert. Also diese Frau hat Muskeln, von denen manch andere einfach nur träumen können. Also sie ist da wahrscheinlich auch aus optischen Gründen für diese Rolle besetzt worden. Was heißt wahrscheinlich, also garantiert ist sie aus diesen Gründen für die Rolle besetzt worden. Sieht einfach top aus und man kann an dem Punkt natürlich verstehen, dass James Bond dieser Frau irgendwo auch ein bisschen verfällt. Sie stellt sich auf jeden Fall auf seine Seite, ist diejenige, die am Ende ihren Geliebten quasi umbringt und damit ihren Bruder rächt. Und das fand ich im Vergleich zu den vorherigen Filmen eigentlich eine ganz schöne Sache, weil wir hatten ja am Anfang noch mit Honey Rider eine Figur, wo James Bond wirklich immer da sein muss, um sie zu retten, weil sie naiv und ein bisschen blöd war und das alles nicht gebacken bekommen hat. Und auch schon im letzten Film war es so, dass die Bond-Girls quasi selbst die Initiative ergriffen haben und ihn gerettet haben, bevor er eben durch den Bösewicht irgendwie
erschossen werden kann oder stirbt oder was auch immer. In dem Fall hat sie ihren Geliebten halt mit einer Harpune getötet. Ja, und im Anschluss sehen wir halt, wie die beiden quasi aus dem Bild zusammen fliegen, weil sie eben gerettet werden. Und genau, das ist dann quasi das Happy End der ganzen Geschichte. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Bond-Girls in den nächsten Filmen weiterentwickeln werden. Also nach dem Anfang bei diesem Film war ich wirklich entsetzt und dachte so, okay, schlimmer kann es nicht werden. Es hat sich danach zum Guten gewendet und ich hoffe sehr, dass sich diese Richtung auch im nächsten Teil, da wo wir John Connery dann nochmal wiedersehen werden, beibehalten lässt. So, wie üblich haben wir erst Lowlight bzw. Lowlights, zwei Szenen, die wir besonders schlecht oder blöd oder unpassend fanden, und danach unsere drei Top-Szenen plus vielleicht ein, zwei Honorable Mentions. Wir fangen beide mit unserem kleinen Lowlight an oder dem kleinen Rennen. Das nehme ich in diesem Fall, weil es letztes Mal schon mein Lowlight war und ich es diesmal auf jeden Fall erwähnt haben möchte. Die Tatsache, dass James Bond wieder eine Frau gegen ihren Willen küsst, die sich erneut dagegen wehrt und später auch wieder mit ihr schläft. Ich finde es zu wichtig, um es zu erwähnen. Ich will jetzt nicht alles damit volllabern, deswegen einfach nur, um es gesagt zu haben. Im Rest des Films ist es fast okay. Wir machen, wie gesagt, einen ganz kleinen Schritt nach vorne, finde ich, im Umgang mit Frauen. Wobei, Schritte in die andere Richtung ging auch nicht mehr. Aber diese Szene am Anfang hätten sie sich tatsächlich sparen können. Danach wäre es fast okay gewesen für die Zeit. Ja, dich werde ich jetzt nicht überraschen mit meinem kleinen Lowlight, denn das habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Und zwar geht es um den ganz, ganz kleinen Henchman, der von Bond freigelassen wird, der dann zur Villa von Largo tapert, dem dort dann Inkompetenz vorgeworfen wird und Stichwort vorwerfen. Er fliegt dann oder wird geflogen in den Pool mit den Haien und wird da von den Haien gefressen. Und also, wie sie versucht haben darzustellen, dass er von den Haien gefressen wird, ist wirklich... Also, sorry, da lasse ich auch die Ausrede 1965 nicht gelten. Das war einfach scheiße. Zumal wir auch später noch Szenen mit Haien haben und die sehen aber um Welten besser aus als die. Das ist einfach nur zwei, dreimal siehst du, wie ein Hai schwimmt, aber du siehst keinen Menschen. Dann siehst du einen Menschen, der ohne Haie in der Umgebung im Pool rumtapert. Dann hast du eine bedrohliche Musik, schwarz. Dann wird der Bildschirm normal und du siehst, wie der Bildschirm langsam rot wird. Nein, nicht das Wasser, der Bildschirm, der komplette. Sorry, das war kacke, das sah richtig scheiße aus. Was super dumm ist, denn er ist tatsächlich in einen Pool mit Haien gesprungen. Ich weiß nicht, ob er direkt danach wieder rausgeschossen ist. Der Typ, der das gemacht hat, ist ein Stuntman und der hat $450 extra bekommen, wenn er diesen Stunt macht. Also er muss tatsächlich da reingesprungen sein. Das ist ja nochmal dümmer. Warum es am Ende so aussah, weiß ich nicht. Das ist ja richtig unnütz. Oh Mann. Mein Hauptlowlight ist dreimal schon erwähnt, das Finale mit der Zoom-Zeitraffer-Bootsfahrt. Wir sind im vierten Film. Im ersten konnte man sagen, okay, sie fangen gerade an. Im zweiten, dritten gab es kleinere Sachen. In diesem Film, was Helikopteraufnahmen angeht, was Panoramaschutz angeht, der Film sah fantastisch aus. Und wie man es dann schafft, im Finale, wo ich sage, wir geben dem Finale nochmal $300.000 extra für die Produktion, damit das überzeugend ist, so eine Scheiße hinzulegen, wo ich da saß und dachte, okay, dann hätte das unter Wasser vielleicht beenden können. Das wäre cooler gewesen. Das kompletter Flop sah grausam aus, lächerlich schlecht. Also mit lächerlich schlecht meine ich, das kommt gut ran an die sekündliche Verfolgungsjagd aus dem ersten Teil. Das war ganz, ganz, ganz übel und dumm. Ja, absolut. Bin ich komplett bei dir. Das hat den... Ja, die Spannung und diesen schönen Moment echt ein bisschen zerstört. Ja, kommen wir zu meinem großen Lowlight, das ist dein kleines. Das hat mich einfach schon wieder tierisch genervt. Ich bin halt mittlerweile auch echt abgefuckt davon, dass James Bond sich verhält wie die Axt im Walde, wenn es um Frauen geht. Das ist also wirklich, als hätte er irgendwie die letzten drei menschlichen Entwicklungsstufen einfach ausgesetzt. So, das geht mir halt nur noch auf den Sack. Dann küsst er sie da, also die Krankenschwester gegen ihren Willen und am Ende... erpresst er sie quasi noch. Oh ja. Um mit ihr schlafen zu können. Ey, sorry, was für ein Arschloch und was für eine unnötige Scheiße. Die hätten diese komplette Krankenschwester aus dem Film lassen können. Und es hätte nichts getan. Es wäre komplett nicht aufgefallen. Das
haben sie einfach nur reingemacht, weil sie der Meinung waren, sie mussten es reinmachen. Und das fuckt mich wirklich ab. Und ich habe echt langsam die Faxen dicke davon, jedes Mal so ein Predator-Verhalten von James Bond in diesen scheiß Filmen zu sehen. Ich hoffe, das hat sich jetzt bald mal. Also ja, ich bin auch bei dir. Es ist lange nicht so schlimm wie in Goldfinger. Aber es ist immer noch richtige Scheiße. Und ja, ich hoffe, das hat sich jetzt wirklich bald mal. Das mit dem Erpressen hatte ich fast vergessen. Also erst küsst er sie gegen ihren Willen, während sie sich wehrt. Dann erpresst er sie, um Geschlechtsverkehr zu bekommen. Das stimmt. Wenn man so formuliert, ist es eine andere Geschichte. So, jetzt kommen wir aber lieber zu guten Dingen. Genau, von Tragödien zu Komödien. Eine Mini-Honorable-Mention, die ich vorwegschieße. Es war ein kleiner Shot, und zwar als er das Tonband anhört, eine Kamerafahrt durch den leeren Raum. Also das Tonband zeigt die Schritte von ihm Richtung Tür, und währenddessen fährt die Kamera durch den leeren Raum zur Tür hin. Habe ich so noch nie gesehen. Ich war hin und weg. Hatte was von einem Hörspiel. Genau, es wird symbolisiert, was halt passiert ist zu der Zeit, wo das aufgenommen wurde. Wow. Krass, krasse Idee. Und meine eigentliche Honorable Mention ist, als sich M vor Bond stellt. Wir kennen M inzwischen als der Typ, der Bond immer mal wieder eine Schelte verpasst und sagt, hör auf mit dem Kack, benimm dich. Auch die mit Q, die Banter waren wieder cool. Aber in diesem Fall steht da irgendein, ist es der Innenminister? Ist das irgendein hohes Tier? Ich weiß es nicht. Und sagt, wir können uns nicht auf einen komischen Agenten verlassen, nur weil der irgendwas denkt. Und M geht nach vorne und sagt, ey, wenn Bond glaubt, er hat da was, dann hat er da was. Lass meinen Agenten in Ruhe. Hammer. So nach unten kannst du ruhig treten, aber nach oben immer schützend hinstellen. Geil. Absolut. Also das ist mir auch positiv aufgefallen. Das hat er, glaube ich, sogar 2 oder 3 Mal gemacht. Geil. Geil. Und das deckt sich dann auch Gott sei Dank mit meiner Einschätzung, dass M doch echt ein ziemlich sympathischer Charakter ist eigentlich. Also es freut mich sehr, ja. Genau, dann... Hast du Menschen? Ich habe keine Menschen, aber ich kann direkt mal mit meinem Platz 3 anschließen, wenn es genehm ist. Und zwar deckt sich mein Platz 3 bei den besten Szenen mit meinem Platz 3 bei den besten Orten. Das ist nämlich exakt dasselbe. Und zwar ist es der Raum, in dem das Spectre-Treffen stattfindet. Und das Spectre-Treffen zu Beginn des Films ist meine Lieblingsszene oder meine drittliebste. Ja, ist geil. Also hatten wir vorhin schon mal das Thema, haben wir auch über die Szene gesprochen. Ist geil. Bitte mehr. Dito, Platz 3. Blofelds Action-Szene. Blofeld hat wieder eine Katze, warum auch immer. Die Leute sind längst aufgereiht. Sobald einer einen Fehler macht, wird er komplett elektrogeschockt. Der Stuhl fährt unnötigerweise runter, kommt dann leer, aber verbrannt wieder hoch. Das ist das Bösewicht-Versteck schlechthin für so ein großes Meeting. Also, und dann hast du in der Mitte so einen Walk, wo jemand seinen Plan vorstellen kann. Geil. Wirklich, wirklich geil. Absolut. Ja, Platz 2 hatten wir jetzt auch gerade schon fast. Und zwar hast du das Tonbandbuch angesprochen. Ich habe auf Platz 2 die komplette Hotelzimmer-Szene, also von Tonbandbuch bis zum Ende hin, bis zum Drink-Mixen. Das war wieder das, was ich mir von James Bond erwarte, was ich hoffe, was ich schön finde, dieses leise deduzieren, gucken, was könnte passiert sein, mit einem Gadget vielleicht rausfinden, wo versteckt sich hier jemand, hat sich hier jemand versteckt, war hier jemand drin, war niemand drin, ist hier verwandt oder nicht, bla bla bla. Genau sowas finde ich geil, und es war wieder drin, es war lustigerweise auch schon wieder in einem Hotelzimmer, also ich glaube, das zieht sich erstmal durch. Geil, 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 geil. Felix Leiter finde ich einfach, mag ich. Ich mag auch, dass der 3-mal vorgekommen ist, glaube ich, insgesamt, und jetzt zum 3. Mal von einem anderen Darsteller gemimt wird. Vielleicht wird das auch irgendwann ein Running Gag. Mein Platz 2 ist die Unterwasserschlacht. Von vorne bis hinten, allein wegen der Machart, wegen der Intensität, auch wegen der Szene, wo Bond reingeht. Die 3 gehen hinterher und er wirft eine Granate rein und sie explodieren und die leere Schwimmflosse schwimmt nach oben. Ich musste einfach so lachen. Mit den komischen, wie heißen die, Scuba... Diver, Jetski, keine Ahnung. Ich glaube, Scuba Diver könnte hinkommen, ja. Ich kann Kritiker verstehen, die sagen, in diesem Film war zu viel Unterwasser, denn es war eine Menge Unterwasser. Aber wenn es das dabei ist für die nächsten Filme, dann bin ich da sehr d'accord mit, denn die Szene war fucking awesome. Ja, aber dann werde ich mich mal ganz einfach dranhängen, dann ist es mein Platz 1 gewesen. ja, was du sagtest, Punkt.
mein Platz 1 wird bei dir nicht vorkommen, denn das ist die Villa-Szene. Auch die länger gehend, denn auch da, sie hatten so Einstellungen, Kameraeinstellungen von weiter oben, wie Bond dann über das Dach geht und dann verliert er auch seine Waffe. Und das ist so eine ganz große Stealth-Mission, was ich mir so ein bisschen agentenmäßig auch vorgestellt habe. Und dann fliegt er noch in den Pool und dann geht die Klappe auf und dann kommen die Haie rein, die aber den Typen, den er gerade erstochen hat, wollen, weil die natürlich das Blut sehen und so weiter. Dann schwimmt er da durch und kommt auf der anderen Seite wieder raus. Fand ich alles mega geil. Sehr coole, lange Szene. Muss ich aber dazu sagen, dass trotz der Tatsache, dass ich die Villa langweilig und echt ein bisschen meh finde, die Szene fand ich auch geil. Hat es jetzt nicht in meine Top 3 geschafft, wahrscheinlich eben auch wegen der Villa, aber hat mir sehr gefallen. Absolut. Dann Fazit, Fazit, Fazit. Fazit, Fazit. So, nun haben wir ganz lange Zeit über die Inhalte des Films gesprochen. Jetzt lass uns doch zum Ende hin klassischerweise nochmal ein Fazit ziehen. Möchtest du beginnen, soll ich beginnen? Ja, ich ziehe es einfach, damit wir eine schöne Abwechslung hier drin haben. Ich finde den Film gut. Punkt. Okay, das ist ein... Richtig gut. Es ist ein guter Bond, würde ich bis hierhin sagen. So nach 4 Filmen kann man das, glaube ich, mal sagen. Es ist nichts, was dem fast den Boden aushaut. 2 kleine Sachen. Du hast es vorhin kurz erwähnt. Ich fand den Spruch mega geil im Casino. Sagt Bond, zumindest auf Englisch, I thought I saw a specter behind you. Wink, wink. The specter of defeat. Also das Phantom des Verlierens oder was immer er im Deutschen gesagt hat. Super dumm, super campy, aber fand ich geil. Und ich mochte Paula Kaplan sehr gerne. Ich finde, wenn Bond eine Sache braucht, dann ist es eine Fucked-up-Assistentin, die noch im jugendlichen Alter ist und die gar keinen Bock auf seinen Scheiß hat. Also wie sie im Boot saß und ohne jede Lust sein Spiel mitgespielt hat. Oh nein, der Motor ist kaputt. Ja, ich komme auch so, James Bond. Du kannst ruhig mit der Frau mitfahren. Das fand ich super. Bond hat auch ungefähr 1,5 Sekunden damit verbracht, ihre Leiche zu betrauern und ist dann wieder ganz normal gegangen. Für mich scheitert der Film ein bisschen am Bösewicht und am Innovationsreichtum insgesamt. Da finde ich, hatten die anderen mehr Ideen. Also wenn ich ein Gefühl habe in meinem Kopf, dann dass sie jetzt schon nach 3 Filmen ein bisschen auf das Bewährte zurückgreifen oder nach 4 Filmen jetzt insgesamt. Ich hatte viel Spaß, keine Frage, aber das war jetzt nicht der Kampf gegen den starken intellektuellen Gegner, sondern fast wie im ersten, so das Katz-und-Maus-Spiel vor Ort, ne? Wie in Jamaika sind wir jetzt auf den Bahamas und haben da das Katz-und-Maus-Spiel, die kennen sich, die sehen sich, behaken sich, aber das ist jetzt nicht, das sind nicht die beiden Fronten, die irgendwie gegeneinander spielen. Ich hätte mehr, du hast es vorhin gesagt, mehr von den anderen 00s gesehen. Sehen wir die echt nie wieder? Das ist sehr schade. Also andere 00s, ob man die wieder sieht, das weiß ich nicht. Aber man sieht nie wieder alle gleichzeitig in einem Raum. Ich hätte sehr viel Bock gehabt, irgendwas über andere 00s zu erfahren. Was macht 00, keine Ahnung, 4 in Portugal oder so? Ist aber möglich, dass das noch kommt. Also das würde ich jetzt nicht abschreiben. Hätte ich Bock, wenn er mit denen mal zusammenarbeitet. Das fände ich sehr, sehr cool. So war es, wie gesagt, fast ähnlich zu Teil 1 gefühlt. Nicht negativ gemeint, aber es ist halt kein großes Gejette, dafür eine starke Story mit schönen Kulissen vor Ort. Die Umsetzung ist deutlich, deutlich besser, bis auf das Finale. Aber ich habe das Gefühl, dass bei mir bleibt, trotz dass es ein cooler Film ist, wenn ich so in 10 Filmen zurückschaue, dann fallen mir vielleicht die Alpen nochmal ein oder der komische Atomreaktor von Dr. No, der klinische, oder der Osteuropa-Express aus Liebesgrüße aus Moskau. Aber ich weiß nicht, ob mir dann noch Nassau einfällt oder irgendwas Spezifisches an Emilio Largo, dessen Namen ich mir nicht mal merken kann. Ich glaube nicht, dass da, also vielleicht revidiere ich das noch, vielleicht sage ich in 5 Filmen, Mensch, ich wünsche mir gerade mal irgendwie den Film hier zurück, aber ich war gut unterhalten, bin aber noch im Zwiespalt. Ich glaube nicht, dass das ein Film ist, der sich bei mir nachhaltig einbrennt. So ungefähr. Ja, dann schließe ich da direkt einmal an und kann eigentlich bei kaum etwas groß widersprechen. Für mich fällt, man sagt ja immer, er steht und fällt mit. Für mich fällt dieser Film hauptsächlich auch über seinen Bösewicht, der für mich einfach sehr abwaschbar ist. Das ist so ein,
Ja, also ich habe dasselbe Problem wie du. Er ist nicht wirklich memorable. Also es kann sein, dass ich den in 2 bis 3 Wochen wieder vergessen habe und es wird de facto so sein, dass ich morgen oder übermorgen seinen Namen nicht mehr am Schirm habe. Und das ist mir bislang auch bei den anderen noch nicht passiert. Das ist blöd. Ist einfach schade, gerade weil es die Nummer 2 von Spectre ist und da eigentlich sehr viel Potenzial gewesen wäre. Die Action, die Darsteller, die Story finde ich grandios. Absolut grandios. Und ja, störe mich persönlich auch etwas daran, dass wir wirklich nur, ja, wenn wir jetzt ganz, ganz penibel sind, nehmen wir Paris oder Frankreich aus der Pre-Credit-Szene jetzt nochmal mit dazu. Aber eigentlich sind wir nur an 3 Orten. In Frankreich, in London und in Nassau. Und Frankreich wirklich, also minimal. Und selbst, also eigentlich auch London nicht wirklich lang. Also eigentlich sind wir Frankreich hat nur mehr so in. ein Cameo. Genau. Und das finde ich persönlich schade. Das ist tatsächlich, erinnert mich sehr an Teil 1. Da hat er von mir auch Punkte abgezogen bekommen. Auch in dem Fall ist das leider so. Da ist es für mich ein krasser Schritt zurück zu Goldfinger. Jetzt kommt das große Aber. Ich fand die Story sehr, sehr geil. Die Action habe ich schon erwähnt. Also ist um Welten besser nochmal als bei Goldfinger. Und selbst da hat sie ja schon mal einen Sprung gemacht. Und insgesamt, auch was die Unterwasserschlacht und Co. angeht, muss ich sagen, ist das mein Favorit von den 4 bislang geschauten. Dann gehen wir mal auf die nackten Zahlen, Gehen wir auf die oder? nackten Zahlen. Wie viel Jawohl. hat denn, wir haben eine Skala, wie gesagt, mache ich die Tage auch noch bei Instagram oder ist schon gekommen, müsst ihr mal nachschauen. Wie gesagt, eine Skala, jeder Bösewicht, jeder Bond aus seinem Film, beziehungsweise dann auch der Film, kriegen jeweils in 10 Kategorien Punkte und am Ende kommt dann eine Gesamtwertung raus. Jetzt kann ich dich schon mal fragen, Emilio Largo, Jawohl. wo landet der bei dir? Der landet bei mir auf Platz 3 von 4 bislang. Ja, es gibt einen, den ich noch niedriger bewerte, weil ich ihn persönlich einfach sehr langweilig finde, und das ist Dr. No. Emilio Largo bekommt von mir eine 6,0, genau 60 Punkte von 100 zu erreichenden. Ja, ich habe 53, also 5,3, damit ist bei mir nach Blofeld der letzte. Und selbst der hatte im zweiten, wo man eigentlich auch die russische Frau hätte nehmen können, aber wir haben Blofeld genommen, selbst der hatte eine Mysterie an sich. Selbst in diesem Film fand ich Blofeld durch seine paar Sätze cooler als ihn. Von daher, es hängt vielleicht auch dran. Also sie haben diesem Typen auf seiner Yacht, der glaube ich ein polnischer Wissenschaftler ist und sich mit Atombomben ausfällt, der hat durch 4 Sätze eine deepere Backstory bekommen als Lago selber. Hätten sie 2, 3 Szenen gemacht. Und jetzt habe ich auch fast noch vergessen, meinen Plot-Twist-Clickbait-Kram von vorhin aufzulösen. Denn, und da muss ich jetzt mal ganz kurz sagen, Shame on you, Mr. Bond, dass sie genau diesen polnischen Wissenschaftler erst retten, indem sie ihm vom Boot kicken, während er schreit, ich kann nicht schwimmen, schmeißen sie ihm noch so einen Rettungsring hinterher. Und dann einfach ohne ihn abhauen, ihn nicht mal mit aufs scheiß Rettungsboot nehmen. Ey, ihr beiden überprivilegierten Arschgeigen. Sowohl die Alte als auch James Bond wären beide tot, wenn der sich nicht noch im letzten Moment umentschieden hätte. Hätte er die Frau da nicht befreit, hier Domino, dann hätte Domino nicht den Kollege Langweilig erschießen können. Und dann wäre auch Bond hops gegangen. Und die Arschgeigen lassen den Typen, der nicht schwimmen kann, im offenen Meer liegen. Fuck off, das soll unser Held sein? Sehe ich nicht so. Das war Ja. richtig assi. Ich meine, Ich ja, fand's. Bösewicht hin oder her, aber Nummer 1 hat er zumindest Domino noch erzählt, dass er die Atombomben eh schon längst entschärft hat. Also selbst wenn Bond dann nicht noch durchgekommen wäre, wäre da eh nichts passiert. Nein, er hat die auch noch beide gerettet. Und das ist der Dank. Was für Arschlöcher. I see your point. Das musste noch raus, Entschuldigung. Fand es cool, dass Flugzeug am Ende kommt und die beiden einfach wegreißt. Ich halte das physikalisch für schwierig. Ja. Ich glaube, das hätte einfach das Rückgrat von Sean Connery zerfetzt, aber. Das glaube ich auch. Es kam auch Ja, einfach nee. sehr unerwartet. 5,3, wie gesagt.
Ich wollte zu James Bond gehen, nämlich dem Sean Connery James Bond aus Thunderball, aus Feuerball. Der landet bei mir, ich gehe einfach mal voraus, mit 60 Punkten zusammen mit Goldfingers auf dem letzten Platz. Beide gemeinsam. Ich finde ihn okay. Ich finde, er hat zum Beispiel mehr Initiative als noch im zweiten, in Liebesgrüße aus Moskau, wo Dinge einfach passieren und er irgendwie dabei ist. Aber sowohl was Fahrzeuge angeht, als auch Kostüm oder große Skills, er bleibt relativ blass, zeigt immer wieder coole Sachen, aber es ist nicht so, dass er jetzt in dieser Story groß vorne steht und richtig coole Sachen macht. Die Kämpfe sind cool, die Sprüche sind cool, aber vielleicht sagt man auch, ein Held ist immer so gut wie sein Gegenspieler, vielleicht liegt es auch daran, Verhalten gegen Frauen. Habe ich jetzt statt 0 mal 2 Punkte gegeben, weil wir einen ganz, ganz kleinen Schritt nach vorne machen. Sonst ist das halt Durchschnitt. Das ist nicht schlecht, aber das ist jetzt auch nicht großartig. Und im letzten Film muss man dazu sagen, dass der Bond an sich wirklich stark war und nur halt es kleine Probleme gab mit seiner moralischen Vorstellung der Welt. Ja, kann ich mich eigentlich fast nur anschließen, denn bei mir hat er genau 0,1 Punkt weniger als bei dir, kommt bei mir auf 5,9, landet damit 0,1 Punkt vor dem Bond aus Goldfinger. Also wir sind da sehr nah beieinander, und dementsprechend kann ich da tatsächlich auch nicht groß was anderes sagen. Ich finde, er turned it up a notch, um es jetzt mal richtig ekelhaft Denglisch zu verpacken, in Sachen coole Sprüche und Kampfskills. Speziell die Pre-Credit-Szene finde ich, ist auch kampfmäßig wirklich nochmal ein ordentlicher Schritt nach vorne gewesen. Er haut da echt ein paar coole Sprüche raus. Ich finde sein Kostüm ganz cool. Ja, Fahrskills konnte er jetzt nicht wirklich was zeigen. Und das Verhalten gegenüber Frauen gab bei mir dann einen Punkt mehr, weil es keine Vergewaltigung war, was wirklich, also ich glaube, das ist die traurigste Begründung, die ich jemals für einen Punkt geben musste, den ich egal wo vergeben habe. Apropos Pre-Credit-Scene, ich fand es cool, dass die überhaupt aufgegriffen wird. Also tötet Jacques irgendwas, der ja auch ein Spectre-Typ ist, und es wird angesprochen. Im letzten beispielsweise hat er irgendein südamerikanisches Drogending in die Luft gejagt. War kackegal, hat auch keinen interessiert. So in diesem Fall war es tatsächlich irgendwo ein Initiator für den Film. Das Zumal fand ich auch ganz bei schön. diesem Drogenlabor musste ich tatsächlich ja auch erst nachlesen, was genau er da jetzt gemacht hat. Also es war für mich jetzt Ich nicht auch, ich ersichtlich. auch. Film allgemein. Ist bei mir eine unfassbar knappe Kiste, dass der auf Platz 1 gerutscht ist. Denn das war wenig zu überraschend oder wenig überraschend vorher Goldfinger mit 69,5 Punkten. Und dieser Bond hat 69,9 Punkte, ist also 0,04 Punkte besser bewertet bei mir als der vorige Teil. Gerundet kommen sie beide auf 7,0. Und ehrlich gesagt, damit kann ich ganz gut leben. Punkt. Punkt. Bei mir ist er Zweiter gemeinsam mit Liebesgrüße aus Moskau. Nee, ist er nicht. Liebesgrüße aus Moskau hat 68,1, Feuerball 68,3. Also er ist 0,2 Punkte besser, beide 6,8. Aber er ist auf dem zweiten Platz damit. Erster mit 7,3. Goldfinger. Es ist für mich, glaube ich, am Ende einfach die Tatsache, dass der Schurke, ich will gar nicht so haten, weil es war ein okayer Schurke, aber der hat so eine lähmende Egalität über den Film gelegt, dass ich nicht zu 100% invested war am Ende. Ich finde es schwierig, wenn der Henchman des Vorgängerfilms deutlich, deutlich mehr in Erinnerung bleibt als der Schurke des aktuellen Films. Und das ist hier definitiv der Fall. Also er ist, und ich will den auch nicht haten, er ist ja nicht scheiße. Er ist halt nur lame. So, also er ist definitiv der Schwachpunkt dieses Films. Und das fällt halt nochmal doppelt und dreifach ins Gewicht, weil der Rest des Films größtenteils wirklich, wirklich gut ist. Und wir haben es zum Beispiel bei Kronstein gesagt im zweiten. Es gibt Leute, wo man sich denkt, okay, der ist gestorben, da wäre deutlich mehr drin gewesen. Bei ihm, glaube ich, so wie er angelegt ist, war auch nicht viel mehr drin. Von daher ist okay. Ist okay. Ist einfach okay. So, und jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zu Blofeld, denn da haben wir auch schon heute Mittag drüber geschrieben, als wir ganz aufgeregt geschrieben haben, was wir denn heute erzählen. Genau. Blofeld ist ja, wenn wir uns da
ich glaube, da sind wir uns einig, ist so eigentlich die größte Bedrohung. Er ist der Anführer, Gründer, glaube ich sogar, von Spectre. Er ist das Böse. Er ist der Voldemort des James Bond. Er ist der Palpatine des James Bond. Whatever. Er ist auf jeden Fall der Obermufti. Und ich bin sehr glücklich darüber, dass er der Obermufti ist. Ich hoffe, dass sie ihn nicht verhunzen. Das wäre eine große Enttäuschung. 1:1. Also er ist so großartig in kleinen Dosen. Immer mal wieder eine Szene, wo er seine Henchmen, beziehungsweise die Hauptbösewichte, die für ihn Henchmen sind, zusammenscheißt oder tötet. Das macht super viel Spaß. Und einfach das Gefühl zu haben, und ich kenne die neuen Filme nicht, ich kenne die mittleren Filme nicht, ich weiß nicht, was kommt. Meine Horrorvorstellung ist, dass er in 3 Filmen der Hauptbösewicht ist, dass man ihn sieht, dass er ein Gesicht hat und dass er einfach richtig scheiße und langweilig ist und James Bond ihn ganz easy besiegt. Boah, mir graut es jetzt schon davor und ich hoffe wirklich, dass das nichts ist und dass, wenn er auftaucht, dass A, sein Plan so halb durchgeht oder er zumindest am Ende James Bond noch austrickst und entkommt oder so. Also ich will nicht sehen, wie der Typ untergeht. Das möchte ich nicht mit anschauen. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich würde mir für ihn schon eine schöne Todesszene wünschen. Aber ich weiß auch nicht genau, ob ich bereit bin, mich von ihm zu trennen. Also ja, bin ich auf jeden Fall, wenn er wirklich so langweilig ist wie der Kollege vom aktuellen Film. Aber oh, ich weiß nicht, wenn er weiterhin so genial ist. Auf der anderen Seite, um jetzt mal ganz kurz auf eine andere britische Serie zu gehen. Und zwar sind wir bei dem aktuellen Sherlock von der BBC. Da ist es ja auch so, dass wir uns irgendwann, Spoiler, von einem gewissen Oberbösewicht verabschieden müssen. Und das ist einer der besten Fernsehmomente aller Zeiten gewesen. Ist die Frage, ob es danach ein neues Endgame gibt, ne? Also er das ist so ein hoffe bisschen ich. Das Endgame, der ist der Große im Hintergrund, den James Bond irgendwann ausschalten muss. Irgendwann muss es zu dieser Konfrontation kommen. Und dann ist die Frage, kannst du danach was aufbauen, ohne einfach einen neuen Bösewicht ohne Gesicht zu nehmen, was diese große, übergreifende Bedrohung deutlich macht. Das da wird, glaube ich, die Herausforderung drin liegen. Ja, also es wäre wirklich schön, dass von mir aus mit dem, gehen wir jetzt mal davon aus, er stirbt in 3-4 Filmen, dann gib mir 2, 3, 4 Filme Pufferzeit, wo einfach, ja, so ein bisschen wie Goldfinger. Der hat damit eigentlich nicht wirklich was am Hut, sondern der macht halt so sein eigenes Ding, der Bösewicht da. Und danach hätte ich ganz gerne, dass wieder so eine größere, etwas umfassendere Organisation was aufbaut. Das wäre schön. So viel zur Spekulation. Das war James Bond Feuerball. Und weiter geht es in 2 Wochen. Und da befinden wir uns dann im Jahr 1967 beim Film James Bond, man lebt nur zweimal.